Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Moon Quest mit Ska Das bin ich. und Orava, die taufrisch ist und total ausgeruht und krass. Wir bauen heute die Tankstelle weiter. Jawohl, die Tankstelle. Ich habe sogar Wolle gefarmt und Farben und so. Wir können jetzt ganz viel Zeug machen. Bist Aber klasse. ob wir das machen, keine Ahnung. Brauchen wir denn nicht noch Lehm für den Unterbau? Unterbau? Na, wenn die Ziegel und so weiter leben, Ich ja? dachte, die Steinziegel, also Ach die so. grauen, die Ach ganz so. schlichten. Ach so, das ist ja langweilig. Ja, Ich da hätte. hätten wir sonst noch Lehm farmen müssen, ja. Also, Aber ich ich habe finde mir Lehm schon gedacht, schön. ja, aber ich habe mir so gedacht, wir werden den Lehm Was brauchen. gedacht? Ja, ich habe mal gedacht, Wow. dass wir den Lehm brauchen werden. Und zwar hat Silber gesagt, wenn wir eben eine Fabrik bauen, das ist so ein Gebäude, dann setzt er uns da Produktionssachen rein. Und das willst du aus Lehm machen? Nur, ich würde sagen, ein richtig schönes Fabrikgebäude mit großen Schornsteinen und alles voller Ruß und Spinnweben. Okay, klingt gut. Ey, du bist da voll auf Powercard hier heute. Ja, voll auf Power, Kati. Zum Glück bist du überhaupt nicht müde. Nein. Ich hole mal ein bisschen Erde. Ich würde sagen, wir Ja. machen das Loch ein bisschen zu. Ja. Und in das Loch machen wir Wasser rein und Ja. dann die Pumpen drauf und alles Ja. unterirdisch und so und Ja. bäm, volle krasse Scheiße. Braucht mir nicht noch, wir haben da mal 2 Mal stehen geblieben, bevor uns Silber abgehalten und aus seinem Lager gescheucht hat. Muss ich nicht noch irgendeinen Redstone-Scheiß machen oder irgendwie sowas? Oder haben Redstone wir hatten wir, jetzt glaube ich, alles? schon. Die habe ich da, wir hatten noch welche in unserem Ah, alten okay. Abbaugebiet. Die habe ich von daher hergenommen. Das ist ja fantastisch. Ja. Also haben wir jetzt quasi jeglichen technischen Schnickschnack, den wir brauchten. Sehe ich das Hoffe ich. richtig? Ich hoffe. Okay. Okay. Soll ich Wassereimer holen? Also Eimer sind drinne, einer ist mit Wasser und der andere noch nicht. Also wäre cool. Das ist hübsch. Es ist nicht so, dass ich heute schlecht im Arbeiten wäre oder so, nein. Nein, nicht nur heute. Ey, normalerweise bin ich eigentlich ziemlich gut, bla, ne? Ja, müsst ihr Boah, machen. Gott, Ist halt, so ey. fühlt sich heute nicht ganz so fit. So mit Zuarbeiten und so. Ein Glück nimmst du heute auf. Du wolltest, dass ich aufnehme, selber schuld, so. Ja, so lustiger was. Aber ich glaube fast, wir müssen noch eins tiefer bauen. Lass mich erstmal Wasser reinfüllen, dann kannst du immer noch. Nee, weil dann ist das Wasser zu hoch. Nee, ist es nicht. Doch. Nein. Es tut mir leid, aber wir müssen noch eins tiefer bauen. Bitte erstmal kein neues Wasser reinfüllen. Was gibst du mir dafür? Zu langsam. Ein Apfel. Nee, für Schoki. Gib mir Schoki. Ja gut, dann gibt's halt Duplo. Yeah, da bin ich dabei. Ich mag Duplo. Also, das ist aber kein Product Placement, weil wir nicht bezahlt werden, so. Das ist auch mir scheißegal. Meinetwegen mache ich gerne Werbung für alles, was ich nicht bezahlt werde. Solange es mir gefällt. Hörst du auf damit? Ich habe immer noch kein Doppel bekommen. Ja, ja, das regeln wir später. Okay. Später. Später lebe ich vielleicht schon nicht mehr. Was denn dann? Hä? Dann hast du wenigstens aufgehört, Wasser hier reinzufüllen, wenn es nicht fertig ist. Das ist ganz schön morbide, makaber Lass doch Wörter. nochmal, jetzt kannst du Wasser reinfüllen. Wenn ich jetzt nicht mehr will. Gehst du in das Loch, was eingebaut? Los, arbeite, du Sau. Mach das schon. Sei nicht böse zu mir. Ich hab schwache Nerven. Ach, ich mag's mit dir zu arbeiten, wenn du so labil bist. Ich
In WoW damals war das viel schöner. Ja. Bei. Komm, mit labilen Orava raiden gehen, es gab doch nichts Besseres. Ja, das ist super. Vor allem, wenn du dann genervt warst. Super genervt, nicht nur Das hat genervt, super überhaupt nicht genervt. Spaß gemacht. Ja. Mit deinen Launen. Und ich dann angefangen habe, Scheiße zu bauen, weil mir langweilig war. Es war super. Aber wir So. waren ja in keiner Gilde, wo es irgendwie aufgefallen wäre. Ja. Doch schon, aber es war den Gilden egal. Yay, wir haben es geschafft. Brauchen keine Eismasse mehr. So, dann würde ich sagen, packen wir gleich mal die Pumpen drauf. Pumpen, wie macht man das? Sag mal. Willst du das machen? Nein, du sollst es machen, du willst es ja zeigen. Okay, ja, man nimmt halt die Pumpe und platziert sie hier so. Einfach Oder im nimmt die. Wasser? Oder oben drüber, über dem Wasser? Über dem Wasser musst du sie platzieren. Cool, also so an die Also Seite. eigentlich brauchen wir gar nicht so ein großes Loch mit Wasser, aber. Schaut halt einfach schicker aus, wa? Cool. Da blubbert es so an der Seite. Bitte? Da blubbert es an der Seite. Hat zumindest gerade an der Seite geblubbert. Okay, ich muss mich noch kurz ein bisschen lauter machen. Mach mich mal lauter. Soll ich dich anschreien? Komm, ich kann dich anschreien. Nee, es ist bloß, wenn du unter Drogen stehst, dann Kannst redest du zu leise. mich weniger drogen, das ist ganz Wir legal. haben ein Problem. Warum? Hier sind Schweine. Ah ja, mein Schweinestall. Na, Guck mal mach's ein hier bisschen rein. enger. Da wo die Rohre lang gehen sollen. Außer wir bauen die Zapfsäulen einfach hier, wo sie gehen. Hallo Schwein. Da kommen immer mehr übrigens. Die wollen jetzt hier durch. Nur mal so. Ja, dann mach's wieder zu. Das passt. Wir bauen die Zapfsäulen einfach in die andere Richtung. Hab's so gemacht. Sehr fein. Jetzt läuft hier immer noch Wasser rein. Ja, das ändern wir später. Und zwar müssen wir jetzt überlegen. Wir haben jetzt wasserdichte Pflastersteinrohre. Wie viel haben wir denn davon? 7. Muss mal gucken, ob wir noch welche im Lager haben. Weil mit 7 kommen wir nicht sehr weit. Wobei wir müssen auch nicht sehr weit kommen. Aber ein, zwei wären schon cool, wenn wir ein, zwei mehr hätten. Nur Schaltungen, Transportrohr. Mist. Okay. Haben wir irgendwo Kaktus oder Grün als Farbe? Eckig hatte. Hans Hunst. Na, Erik hat auch gleich die Dichtung, die wir brauchen. Musst du mal zu ihnen gehen. Was zum Teufel? Hi, Du kannst doch nicht. Oh Mann. Es wirkt bloß bei den Kleinen, die Großen stehen da einfach chillig drauf. Naja, so viel schöner, wenn man seine Babykühe ärgern kann. Ja, bitte verzeih mir, du warst hier. Muss die Medikamente einnehmen und ist dann jetzt etwas benebelt davon. Nein, das liegt an was anderem. Nein, sie nimmt keine Drogen. Keine Angst. Zumindest Drogen keine sind schlecht, illegalen. okay? Okay, er sind sie wirklich. So, dann hol ich mal ein paar Dichtungen von Erik. Okay. Damit du dort die Kühe quälst. Hat er gleich ein paar Wasserdichte? Nee, aber nicht. Ich fülle mal ein paar Bodenunebenheiten bei ihm aus. Was machst du? Ich fülle mal ein paar Bodenunebenheiten bei ihm aus. Bei ihm? Hat du meinst die Creeper-Explosionslöcher? Ja. Also machst jetzt hier nicht? Oh.
Hier, nimm Apfel. Nimm den Apfel auf Zoom. Oh Mann. Hauptsache, du hast den Spaß. Ja, den hab ich. Oh, kann ja sogar während des Fliegens essen. Ja, dann wird es halt bloß langsamer. Cool. Da ist ein Motorrad in der Luft. Ja, ich glaube, das ist deswegen, wo Silver das letzte Mal abgestürzt ist und zu Tode fiel in der letzten Folge. Wo er dann gemeint hat, scheiß Motorrad oder scheiß Teil von dir. Ich vermute, er hat von sich aus hierher gefahren und dann einfach wollte absinken. So wie mit dem Jetpack im Schwebemodus, aber das ist ja dann absteigen beim Motorrad und ja. Naja, furchtbar. Ja. Liebe Orawa, was machst du denn? Ich wollte diesen K-Chat haben. Kuh wollte nicht sterben. Achso, du hast wirklich Blödsinn gemacht. Ich habe eigentlich bloß geraten. Ich mach keinen Blödsinn, ist alles Sinn. Ja. So. Liebst du Orawa? Möchtest du mir kurz helfen? Eigentlich nicht. Okay, dann nicht. Ich hab Wichtigeres zu tun. Das wird eine prima Folge, ja, ja. Ja. So, was wir jetzt hier eigentlich machen, ist eine ganz normale Produktion, die ja gleich den Wasserstoff herstellt, den wir brauchen. Wasserstoff? Hydro? Doch, ja, Wasserstoff. Herstellen, den wir brauchen. Moment, die Zora bei mir jetzt nicht angezeigt. Hallo Orawa, willkommen im Loch. Hi. Ich kenne das Loch. Ich weiß schon, bis zu, nein. So. Was passiert eigentlich jetzt? Was hast du? Nichts. Oh. Es gibt ein schönes Zischgeräusch, das gibt's. Ja, ist lustig. Unglaublich lustig. Ich find's schon. Kannst du mal kurz da hinten stehen bleiben am Ende des Ganges? Ja, das ist voll lustig, weil Gange ist und so, das ist ein Fluss und das ist nämlich voll lustig, wenn man da so ein Schild aufstellt, so hier Toilette ist am Ende des Ganges und das ist so ein langes Ding und lustig. Ah, ich weiß nicht, ob ich dich gerade hasse. Du kannst mich nicht hassen, ich bin bezaubernd. Ja. Yeah. So, du kannst jetzt rauskommen. Nein, ich bin eine Meerjungfrau. Ich kann nicht rauskommen. Ich lebe im Wasser. Jungfrau ist gut. Nicht lustig. Ha, das geschieht dir recht. Meine Spinnendiener werden dich töten. Sieht schon so aus wie Spinnendiener. Muss ja nicht heißen, dass ich sie mag. Nee, geht weg. Redet ja nicht mit mir, ihr Wesen. So. Jetzt werden wir einfach die Redstone-Motoren an die Pumpen anschließen, damit die anfangen, Wasser zu fördern. Für die, ja, Teile halt. Also die elektrolytischen Separatoren. Genau. Das wollte ich auch gerade sagen, aber du bist mir zuvor gekommen. Wie immer. Ich komme dir immer zuvor. So, arbeiten die? Ja. Arbeit. Gut, die fangen an, sollten jetzt in der Theorie Wasser pumpen. Cool. Das ist total krass.
Ja, voll Gangster. Aber irgendwie kommt kein Wasser. Sind die Pumpen zu schwach? Sind Wasserrohre? Sind angeschlossen? Sind die angeschlossen? Ja, sind angeschlossen. Aber es kommt kein Wasser. Ach, jetzt. Machst du das denn auch richtig? Jetzt Ja, kommt ein jetzt kommt ja schon das bisschen. erste Wasser. Siehst du? Ja, also ist hier oben. Nur halt noch sporadisch. Also die Motoren müssen halt noch anlaufen, die müssen halt noch richtig rot werden von der Leistung her. Das dauert bei den Redstone-Teilen ein bisschen. Also da hinten schon da. Die ist schon Mann! gehört. Ja, ist schon mal gut. So, jetzt stellen wir diese Maschinen hier oben Da ist ein drauf. Creeper drinne. Alle Creeper. Wo ist ein Creeper drin? Da ist Da ein Creeper drin, unten. das ist schlecht. Geht tot. Alle Aber Creeper. Wasser, aber im Wasser machen die ja keinen Schaden. Theoretisch. Theoretisch, ja. So, wir müssen jetzt die elektrolytischen Separatoren einstellen, dass die den Sauerstoff raushauen. Dazu klickst du unten rechts, also auf das rechte Nichtsfeld, damit ein Dumping drin steht. Ja. Genau. Und jetzt müsste der, wenn das Teil dann Strom bekommt, dann weißt schon so und so. Genau. Apropos, wir kriegen den Strom her. Ach ja, wir wollten ein Wasserrad bauen, ne? Ich glaube. Haben wir denn auch Stromleitungen? Du kannst. Hallo, Mr. Was? Creeper. Ach, gerade, du bist halt anstrengend. Du weißt es genau, worauf du dich einlässt. Jetzt meckern dich. Ja, leider. Kannst du mal bitte aus dem Lager in der ganz am Ende des Ganges links unten müssten Holzwasserräder drin sein? So Pumping Wheels, glaube ich. Ja, ich guck mal. Müssen wir mal gucken, ob die Big hier. Water Wheel, Small Water Wheel. Was hätte man denn Stopp. gerne? Gute Frage. Ich bin mal damit. Ich habe jetzt gerade echt nicht die ganze, ich habe die ganze Zeit über nicht gut einbedacht, dass wir ja mit Wasserenergie heizen wollen. Heizen, ha. Wir können aber auch allerdings einfach einen Verbrennungsmotor reinbauen. Weil ich eigentlich schon gerne eine ganze Hydro-Tankstelle hätte. Danke. Ah, die brauche ich eigentlich noch gar nicht. Wie machen wir das jetzt? Da. Denken, 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 denken. denken, denken. Ich habe eine Idee. Du hast eine Idee. Selten ist es. Selten ist es. Erstmal esse ich was. Erstmal esse ich was. Und dann Und dann. bauen wir hier, und da wir eh bloß ganz kleine Wasserlöcher brauchen. Aha, Wasserloch. Also es ist nicht so lustig, wie du denkst. Das war überhaupt nicht lustig und das weiß Jetzt sind die voll rot hier. Vielleicht explodieren die. Nee, die können zum Glück nicht explodieren. Dann sind wir alle am Arsch und dann geht's hier voll ab Nee, und nur so. dein Arsch ist am Arsch. Das ist nicht lustig. Und voll am Arsch und dann können wir nichts mehr machen und dann müssen wir eine neue Basis aufbauen. Und dann müssen wir noch bei Erik leben und dann wird das ganz furchtbar. Alles, was du sagst. Oh Apropos, wenn man vom Teufel Gott. spricht. Was hast du jetzt Was hast du gemacht? getan? Ich habe nichts gemacht. Achso, die haben das Wasser abgepumpt, weil wir keine unendliche Wasserquelle haben. Ah. Ja, Das war dann brauchen clever. wir jetzt nochmal bitte Wassereimer, liebe Orava. Ja, wäre schon mal nix. Ach, ich mag es halt mit dir zu arbeiten. Hey, komm, ich bin wenigstens hier, tue ich ja wieder das, was du von mir willst. Ja, das stimmt, manchmal. Nein, so schlimm bist du ja eh nicht, das weißt du ja. Bitte Ja. nur hier vorne und den Gang hier Wasser drin lassen. Also hier vorne alles füllen, bitte. Ja, ist Und bloß zwar schwierig, nicht. wenn die Pumpen die ganze Zeit das Wasser pumpen, sofort. So, ja, verständlich. Dann wird das nämlich nichts. Dann
dann schalten wir die einfach ab. Verrückter. Voll crazy. Okay, kannst du Wasser einfüllen? Ja, ja, ja. Ganz ruhig hier. Runden ist nicht gerade in der Ecke. Gesehen? Nicht von mir. Nee, das stimmt. Die laufen immer noch. Ja, die müssen auch bei der keine Energie mehr haben. Ist halt alles nicht so einfach, ne? Mhm. Mhm. Leck mich am Arsch. Nein. Naja, das würdest du niemals sagen, ne? Nicht zweimal. Nicht, wenn jemand zuhört. Aber jetzt, nee. Bau die Pumpen einfach nochmal ab. Ich mach hier nichts, ich mach's nur kaputt. Ja, das stimmt. Du bist heute Aufnahmeleiterin. Hast du davon? Da. So, siehst du, jetzt wird auch mal nichts abgepumpt. Ich bin begeistert. Yeah. Yeah. Oh. Ich mag es nicht, wenn du O sagst, weil dann ist immer irgendwas alles ganz cool, Böses im Arsch. Wenn ich O sage, ist das voll süß und lustig und so. Ah, guck mal, sie hat O gesagt. Das ist ja voll niedlich. Das ist ja voll so das Mädchen. Wenn du O sagst, dann ist irgendwas im Argen. Alles cool. Kein Grund, sich aufzuregen. Ah. Nein, falsch, bitte. Da weg. Ja, schon klar. Weil wir brauchen jetzt hier nun endlich Wasserquelle, genau. Jetzt passt so. Das. Ja, wunderbar. Und wir brauchen hier einen strömenden Fluss. Aber. Die kinetische Maschine. Cool. Weiß halt nur noch nicht, wie wir das dann machen. Wenn du magst, kannst du oben an die zwei elektrolytischen Separatoren hier und da so einen Gastank anbringen. Mhm. Jeweils. Wir werden das mit so Zapfsäulen. Oh. So will ich das eigentlich nicht haben. Hat er jetzt hier und da gesagt? Ich bin ja gesprungen. Nee, ich versuche mich bis gerade zu erinnern, an welche Seite du hier und da gesagt hast. Also es müssen zwei. Ich gebe dir ein kleines Rätsel, genau. Es müssen zwei Tanks angebracht werden. Sehen, ob das überhaupt funktioniert. Ich wusste bloß nicht, welche Seite, deswegen, aber egal. Also es könnte gut sein, dass wir das wirklich an die Seite anbringen müssen. Dann machen wir es einfach ganz tricky und drehen das Teil. Das geht doch nicht. Du kannst das bitte nochmal sagen, das habe ich gerade nicht scharf gemacht. Nee, das gibt's nur einmal heute. Was muss jetzt passieren? Ja, jetzt noch nichts, weil sie noch keinen Strom haben. Ich mach mal noch das Dumping ein. Ja, bitte. Das war lustig. Ja, du bist ein Schatzkeks. Ich komm nicht mehr raus. Ich bin gefangen, oh Gott! Geh wieder vorne raus. Das ist schlimmer als Battleborn mit dir. Ich hab Angst. Wir müssen uns natürlich noch was einfallen lassen, wie wir dann jedes Mal das Wasserrad ersetzen, weil das Wasserrad nützt sich ab. War es ja sehr clever, sowas unbedingt machen zu wollen. Es ist sehr clever, sowas unbedingt machen zu wollen. Es ist halt eine Wassertankstelle, weißt du? Verstehst du? Naja, aber warum dann mit Wasserrad? Wir hätten einfach ein Atomkraftwerk daneben setzen können. Atomkraftwerk? Das funktioniert dann nicht mal durchgängig. Ja, oder Sonnenkollektoren aufs Dach schnallen.
das kann man noch machen, ja. Wisst ihr, weil ich nämlich wieder die Ideen habe. Man braucht erstmal die Leute, die die Ideen haben, damit sowas dann durchkommt und so. Voll falsch. Meine Güte. Warum ist das dein da dran? Einmal mit Profis arbeiten. Ja, auf jeden Fall habt ihr schon mal Wasserrad gesehen. Yay. Ich habe schon mal eins gesehen. Ja, ich habe sogar schon mal eins in echt gesehen. Boah, bist du alt, siehst Wasserräder. Das ist wirklich ganz schön alt. Ja, aber ich glaube, jeder macht in seiner Kindheit mal so einen Ausflug. Schwer falsch rumgebaut. Ja, ich weiß. Mit Absicht, um dich zu testen. Ja, cool. Ich habe mein erstes damals in Tschechien im Winterurlaub gesehen. Da sind wir mal jedes Jahr ins Riesengebirge gefahren. Das war toll. Das dreht sich nicht. Jetzt dreht sich's. Ja, jetzt haben wir hier ein Wasserrad. Cool. Tritt sogar in die richtige Schalten wir noch die Richtung. Pumpen ein. So, ja, gut. Jetzt müsst ihr langsam in Strom kommen. Ich hoffe mal echt, das Wasserrad reicht. Ansonsten brauchen wir echt Woran eine sieht man, dass das Solarenergie. hier Strom kommt? Also hier wird jetzt Strom angesammelt. So, sieht man, wenn man aufs Wasserrad drauf geht, da steht das dort. Na? So, der Strom geht aber irgendwie nicht durch die Leitung. Was ist denn jetzt kaputt? Hast du gerade was reingeworfen? Du Dumpfbacke, hä? Du hast das Wasser weggemacht. Ist ein Erdblock drunter. Das war aus Versehen, ich wollte das Windrad anklicken. Mann, ey, jetzt funktioniert's. Und das ist voll so grün und so, die Leitung. Das sieht voll so gefährlich aus. Ja, jetzt ist es cool. So. Jetzt halt die Frage, reicht das der Maschine? Die bekommt jetzt erstmal Strom. So, Joule pro Tonne. Reicht das? Weil das bekommt nur Kilojoule. Also angeblich produziert das Wasserrad 1,5 Megajoule. Jetzt halt die Frage. Ach, da kann ich jetzt noch die Geschwindigkeit hochdrehen oder was? Das sieht ein bisschen anzüglich aus. Du siehst auch anzüglich aus. Manchmal. Oh, jetzt geht's hier voll ab. Ja, ich bin mir da gerade nicht ganz so sicher. Produzieren die Teile? Ja, hier in den Tanks kommt Wasserstoff an. Also zumindest in dem einen. Hier kam Wasserstoff an. Okay, hier kommt Wasserstoff rein. Okay, vielleicht geht das bloß in den Die linken füllen Tank, werden wir bald vermutlich. sehen. Ja, deswegen füllen wir den linken Tank. Vielleicht, aber fühlt sich dann trotzdem noch wärmer sehen. Ja, warten wir es ab. Ja. Kann ja sogar draufstehen. Müssen wir mal schauen, ob sich das Wasserrad. Ah, Das hat sich gekickt. GZ? warum? Weil du wahrscheinlich gerade geflogen bist, weil du auf dem Wasserrad bist. Geh da runter, geh da runter. Was soll der was denn? Läuft die Aufnahme noch? Ja, sicherlich. Sehr gut. Das kann ich da nicht einfach kicken, das Ding. So, jetzt haben wir schon mal die technischen Sachen gebaut. Jetzt geht's an die Tankstellenleuchten und so weiter. Ach, ich dachte, wir tun jetzt Kühe grillen und Barbecues machen und mit Hühnern anzügliche Dinge machen, die in Deutschland inzwischen verboten sind. Die in Deutschland inzwischen verboten sind und so. Also ich krieg gleich dich. So. Ah, die Bürger. Na, ist aber nicht viel davon.
kann sich sehr einteilen. So quasi dann so Gourmet-Bürger. Ja, super. Also schnell ist was anderes, aber naja. Das ist doch normal. Das ist doch bei Silver auch so. Ja, ich glaube, da geht es schon ein bisschen schneller. Könnte ich mir fast vorstellen, weil er mehr Energie produziert. Das ist möglich, kannst du ja fragen. Aber wenn wir Energie brauchen, vielleicht brauchen wir dann noch Solargeneratoren oben aufs Dach. Gut, das war's jetzt aber schon erstmal für die erste Folge. Wir sagen Tschüss. Sagt Tschüss. Tschüss. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Yeah, das war klasse, das war super. Tschüssi.